Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play DTM Race Driver 3. Ja, ich bin endlich wieder zurück aus dem Urlaub raus. Ja, ich war in Griechenland und ja, wenn ihr euch gefragt habt, warum in der Zeit keine Videos rausgekommen, jetzt wisst ihr es, ich war in Griechenland, konnte leider nichts hochladen, weil ich meinen Laptop zu Hause vergessen habe. Ich Idiot. Ja, und deswegen sage ich mal, machen wir heute weiter. Ja, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, die USB Truck Challenge hinbekommen oder sind hier die ganze Zeit durchgehend verkackt und so einen ganzen Müll. Aber wir versuchen uns jetzt wieder daran. So, mit den Marcus Mantis. Weiß nicht, dieser Scheiß. Och, ich sehe es jetzt schon wieder. Komm, Leute, das wird wieder anstrengend. Das wird wieder anstrengend. Ja, warum ich so leise rede? Ich bin momentan bei meinem Vater. Und ja, der ist schon schlafen. Da darf ich nicht mehr so laut sein. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen leiser, damit er nicht wirklich alles mitbekommt. Also bitte nicht wundern, wenn es so leise ist, dass ich manchmal vielleicht leiser rede wie das Spiel, aber ich will niemanden wecken. Genau. Ich will meinen Vater nicht verärgern. Ja, gucken, ob ich es überhaupt noch drauf habe, das Fahren, ey. Also, ich glaube, das waren jetzt 3 Wochen lang, die ich nicht gezockt habe. Also in der Woche, wo es jetzt rauskommt, ist jetzt das eigentlich die 4. Woche. Ich nehme jetzt eine Woche bevor das rauskommt auf, damit ganz genau, es könnte nicht einfacher sein. Hol dir den Sieg. Damit ihr was zu gucken habt in der Woche danach. So. Aha, du hast deinen Spoiler verloren. So. Jetzt läuft es gerade flüssig, musst du glaube ich gerade noch ein bisschen arbeiten, das Spiel, aber ich hoffe, man hört mich auch. Shit. Zurück auf die Strecke, auf dem Infield hast du nichts zu suchen. Also der eine ist ja fast so schnell wie die. Nein, schon wieder raus. So ein Dreck. Egal, solange ich Zweiter bin, ist alles okay. Ah, fuck, ey. Fuck. Komm, ansaugen. Gut. So. Läuft doch. Bisher läuft alles gut. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, wenn ich mich daran erinnere, wie ich davor immer abgekackt bin. Aber ich glaube, an den nach vorne kommen wir nicht dran. Das können wir vergessen. Das wird ein Ding der die Möglichkeit, dass wir an den noch rankommen. Ne, schaffen wir nicht. Nur mit Schummeln, aber ich will nicht schummeln. Ich bin kein Schummler. Okay, jetzt habe ich doch geschummelt. Ah, keine Verwarnung bekommen. Rick, das wird unmöglich sein. So hieß er doch, oder? Also ihr merkt, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Es lag halt wirklich daran, dass ich mich für den Urlaub vorbereitet habe. Und ich da nicht wirklich die Zeit hatte zum Aufnehmen, weil ich das erledigen musste und das erledigen musste. Und ja, dann kam auch das noch alles mit der Schule dazwischen, dass ich ja jetzt die Schule verlassen habe und ich jetzt bald mit der Ausbildung anfange. Da muss ich auch noch ein paar Sachen erledigen und deswegen habe ich da nicht wirklich die Zeit zum Aufnehmen. Und deswegen habe ich sie jetzt endlich wieder gefunden. Aber mir ist das vielleicht auch einfach ein bisschen laut. Ich habe bei mir mal leiser gestellt. Wieder nicht geschummelt, aber 2. Platz.
respektabel. Nach mehreren Wochen Pause. Ja. So weiter, jetzt müssen wir nur gucken, dass dieser alles weiter nach hinten geht. Oh nein. Also, komischerweise kann ich mich an alle Strecken erinnern. Und der Mondello Park ist wahrscheinlich der beschissenste Parcours, den ich jetzt haben könnte. Menno. Boah, ey, wenn ich das nur schon wieder lese, Haarnadel, ey, nein, da muss ich wieder so früh bremsen, weil die Wagen einfach nur zu schnell sind. Und dann wirst du auch nur Vierter beim Start. So, jetzt muss die Map erstmal... Dann schummeln sie sich hier alle... Alter, warum hast du jetzt aufgehört, Gas zu geben? Ich muss doch an diesem Alas ran. Nicht driften. Alter, der driftet mir zu stark. Ah, perfekt, gut. Habe ich den Dreh raus. So, haben wir schon mal den ersten. Den Windschatten fahren. Die waren auch nicht. Ach, scheiße. Ich hab's gewusst, ey, dass das wieder passiert. Ja, bremst ab, du mieser Köter, ey. So, perfekt umgekommen. Auch wenn es mit dem Drift war, aber ist ja scheißegal. Ich will jetzt nur diesen scheiß Board von mir überholen. War ja klar, dass ich hier wieder driften muss. Pass auf, jetzt hier, ich war so klar, ey. Die Scheißwagen hier, ey. Weg. Mann, ey, jetzt muss ich jetzt wieder ranziehen da, ey. Komisch, jetzt driftet er nicht. Und jetzt macht er eine Volldrehung, du mieser Schweinepriester. Mein Gott. So, ersten 10 Minuten sind gleich rum. So, jetzt ziehen wir hier. Ey, warum, komisch. Die haben bessere Beschleunigung wahrscheinlich. So. Ziehen wir jetzt. Wegrammen, ey, diese Sch... Ich glaube, ich habe eine höhere Höchstgeschwindigkeit wie die, aber dafür haben die eine bessere Beschleunigung. So, jetzt müsste ich ihn aber gleich haben. Jawohl. War ein bisschen unfair, aber nein. Was ist denn jetzt passiert? Zurück auf die Strecke. Das Infil bremst dein Auto aus. Boah, ey, Glück gehabt nochmal. Da habe ich vergessen zu bremsen, ey. So ein Dreck. Bei mir will er erst einmal ganz runter bremsen. Oh geil, alles ist nur noch Dritter. Perfekt. Nur noch zwei Runden. Perfekt rumgekommen. Besser ging's nicht. Und jetzt wieder Gas geben. Gut, wenn alles so da bleibt, dann haben wir auf jeden Fall 2 Punkte Vorsprung.
Nein, natürlich nicht. Wir müssen dann natürlich wieder in einer Kurve zu weit raus treiben, wieder genau wie hier. Und werden dann sogar noch überholt, ey. Meine Fresse. Bei dir sieht das Windschattenfahren so leicht aus. Boah, hättest du Ellas jetzt nicht, Ellas nicht überholen können, ey. Gut, Ellas haben wir wieder. Jetzt nur noch ihn da vorne. Aber diesen Parcours hasse ich, hier sind viel zu viele Kurven. Ey, ich will mich etwas... Nur noch das letzte Auto, dann legst du vor. Etwas absetzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, er bremst einmal total ab und gibt dann erst wieder Gas, auch wenn da unten steht 40 km/h, ne? Nein! Nein! Hey Mann, oh. Ersten 10 Minuten sind rum. So. Diesmal hat es nicht so geklappt, wie ich es wollte. Diesmal nicht. Scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt so kommen. Schön. Wag es dich. Wow. Sorry, das wollte ich nicht. Jetzt hast du einen Spoiler verloren, das ist aber unwichtig. Jetzt kommt der Grüne von hinten, ey. Außerdem auf der falschen Seite. Mann, in der Haarnadel müsste ich ihn haben. Ja, gib doch Gas! Och, Leute. Ey, ich hack hier zusammen. Also ich werde jetzt ab sofort nicht wieder raus. Ich werde das jetzt immer so weiter mit einem Neustart machen, bis ich es schaffe. Ja klar, rammt mich noch alle weg. Ist ja nur mein Auto, das kaputt geht. Bin schon wieder sauer hier. Dankeschön für die Unterstützung in der Kurve. Und innen dran vorbei. Komm, komm. Dann nehmen wir den Windschatten. Der bremst jetzt aber. Dein Auto wird nicht mehr viel davon aushalten. Ja komm, Grüner, zieh. Ich weiß zwar nicht, wie du heißt, aber zieh, weil... gesehen, dass du Ellas schon mal überholt hast, aber wie es aussieht, kannst du es nicht nochmal. So, jetzt hat... ja, perfekt, und sogar du hast ihn bekommen. Und ich gehe... bleib in der Spur, wenn du sie verletzt, werden deine Reifen kalt. Alter!
Wird es alles nicht. Oh, der ist doch dran vorbeigekommen, ey. Jetzt schön weit außen fahren. Verdammt, der ist dran vorbei. Manu! Mach dir keine Gedanken um das Auto vor dir. Er fährt in einer anderen Klasse. Gut rumgekommen. Also die drei hängen richtig schön nah beieinander. Das heißt, es könnte vielleicht passieren, dass alles sogar runterrutscht auf Platz Nummer 4. Das würde uns natürlich gut helfen. Und alles natürlich kaputt machen. Ja, da müsste man natürlich auch noch auf die anderen beiden achten. Deswegen es reicht mir eigentlich, wenn ich Erster bin und alles Zweiter. Könnte natürlich auch besser sein, wenn ich Dritter bin. Könnte natürlich, ist natürlich auch gut, wenn ich Dritter bin und er Zweiter. Also ich Zweiter und er Dritter. Hauptsache, ich bin ein Platz vor alles. So, und wenn ich jetzt gleich richtig mitbekomme, ist es das erste Mal, dass wir in Runde 3 sind. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, aber ich kann schon wieder den Namen von ihm lesen. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss jetzt mich absetzen. Und dann macht er wieder diesen komischen Stillstand. Jetzt muss ich ihn blocken, jetzt muss ich ihn blocken. Perfekt. Aber du kannst dir keine Fehler erlauben. Jetzt hat er mich. Das ist komisch. Das ist der Fehler an dem Wagen. Gut, hab ich wenigstens wieder. Und wieder absetzen. Perfekt. Bloß keine Fehler jetzt mehr. Jeder Fehler ist jetzt fatal, ey. Ich merke ihn schon, wie er jetzt hier an mir dran nagt, ey. Ich muss mich absetzen wegen der Haarnadelkurve. Mein Getriebe ist im Arsch. Oh Mann, oh, er ist so nah dran. Jetzt habe ich wieder ein Stückchen Abstand. Wir wollen ohne richtig vom... richtig abzugehen. Jawohl. Juhu! Perfekt, Leute. Perfekt. So. 2 Minuten eigentlich noch, aber wir haben noch eine Strecke, ne? Meisterschaft Details, sind nur 3 Strecken. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir die noch. Snetterton wurde 1951 von Aston Martins Owners Club erbaut. Ursprünglich bestand die Strecke aus den Landebahnen eines US-Luftwaffenstützpunkts. Obwohl sie seitdem umfangreich umgebaut wurde, besitzt die Strecke noch immer 2 der längsten und schnellsten Geraden Großbritanniens. Cool. So, dann fahren wir jetzt noch diese Strecke. Also ich versuche es noch 1-2 Mal. Also ich werde auf jeden Fall gucken. Einmal noch. Wenn ich abbreche dann, also Neustart mache, dann machen wir das dann in der nächsten Folge. So, jetzt will ich aber auch mal, dass es lädt. Lädt. So, geht doch. Wir starten. Oh, danke schön, wie freundlich. Ach, und der alles ist sogar zweiter. Dankeschön, wie freundlich. Jawohl, das reicht mir. Zieh, Junge, zieh. Lass ihn... Es ist Überholmanöver. Komisch, dass der Rick erst jetzt gesagt hat mit das Überholmanöver, obwohl das schon lange her ist, ey.
Noch gebe ich nicht auf, noch habe ich zwei Runden. Und ich muss nur vor Alas sein, das reicht mir. Du bist nah an den Führenden, weiter so. Komm, saug dich ran mit Windschatten. Zieh dich ran, zieh dich ran. Ich weiß, aber leider auch das vordere Auto vor der Meisterschaft. Wenn ich ihn nicht kriege, habe ich die Meisterschaft verloren. Mach weiter Druck, das ist die letzte Runde und deine letzte Chance zu überholen. Federung ein bisschen im Arsch, aber ich sehe seinen Namen noch. Ich muss nur ran. Perfekt, jawohl, jawohl. Oh nein, warum hakt sie jetzt, Hagel? Durch Ausnutzen des Windschattens bist du schneller geworden. Ah, gut, Halleluja. Ah, oh, jetzt hat, glaube ich, Fraps gerade wieder eine neue Aufnahme gestartet, ey. Oh. Ausgerechnet in dem Moment, Alter, ich bin jetzt gerade richtig geschockt hier von Fraps. Ne, den kriege ich nicht mehr. Zweiter Platz reicht mir. Tolles Beispiel für Windschattenfahrt. Zweiter Platz. Yes. 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 Excellent. Sie haben den britischen GT Cup beendet. Super, super Leistung. Dankeschön. Ja, okay, haben wir jetzt auch für den Mehrspieler Zeit und Rennen und so alles Mögliche freigeschaltet. Ja, das war's dann auch eigentlich schon wieder mit der Folge. Nächstes Mal begeben wir uns wieder an die 1930s Vintage Grand Prix, an meinen größten Fail, den ich je in diesem Spiel oder in meinem Leben überhaupt gemacht habe. Demnach sage ich, Vector LP ist over and out. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge hier bei Let's Play DTM Race Driver 3. Bis dann!